Freunde der Metroids, willkommen zurück zu diesem wunderschönen neuen Metroid-Part, ne? Woo! Da sind wir heiß. Willkommen. Was geht ab? Ich habe gesagt im letzten Part, ich habe extra nochmal reingeguckt, dass ich offenkundig den falschen Weg gegangen bin und jetzt noch einmal andersherum gehen muss. In der Hoffnung... Nee, warte mal. Doch, wir müssen hier einmal, aber wie habe ich, ach so, ja doch, 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 doch. Dann da runter, flup, flup, flup und dann da lang. Das scheint richtig zu sein. Das war am Ende des Tages machbar mit Powerbombs, ne? Das kann gut sein, ja. Okay, wunderbar, ne? Das ist doch ein Träumchen. Ich wollte gerade sagen, willst du wohl... Willst du wohl kaputt gehen, Kollege? Ich habe ja jetzt gar keine Lust, mich da so wieder riesengroß mit auseinanderzusetzen. So, hier wollen wir lang. Zumindest glauben wir im Moment, dass das was sein könnte. So. Das ist im Urin. Versprechen. Kannst du allerdings nichts. Ich finde es aber auch schön, dass man auch merkt, dass man stärker wird. Weil diese Gegner waren ja tatsächlich mal ein Problem. Ist jetzt das falsche Wort dafür? Aber man hat schon gemerkt, dass sie einem auch mal Probleme machen könnten. Ich erinnere mich sehr gut an diesen Raum. Oh ja. In diesem Raum habe ich eine gewisse Bindung. Ich könnte mir vorstellen, dass ich da mit Powerbombs durchkomme. Aber... halt auch so durch, ne? Ich kann meinen coolen Running Move... Scheiße, das wollte ich nicht. Meinen coolen Running Move benutzen. Den... Steh auf ihn! Hm. Will ich hier überhaupt? Ich will dahin, ne? Das wäre nämlich noch eine Idee. Na, einmal kurz gucken, was da ist. Noch ein. Ein weiter runter, Wollo. Ah. Auch hieran erinnere ich mich sehr gut. Lass die Powerbomb da mal liegen. Ist schon. Ich will einfach nur hier. Das ist aber schon. Wobei, die machen halt auch das Licht, ne? Lass die mal leben. Lass die mal ruhig leben. Och nö. Och nö, es bringt gar nichts. Ach man, es ist immer das Gleiche. Das ist echt immer das Gleiche, Leute, wirklich. Denkst, bist da einer guten Sache auf der Spur, um dann festzustellen, du dachtest, jetzt kannst du hier schon lang, oder? Hast du gedacht, Bruder, hast du gedacht? Habe ich gedacht, ja. Von wegen. Also weiterhin mein Ziel. Wobei, am Anfangsbereich ging es doch auch nicht wirklich weiter, oder? Hat er nicht was? Was sagt denn die Map sonst noch so? Nicht viel. Nicht viel. Vor allen Dingen, ich weiß halt auch nicht wirklich, wie man die so hundertprozentig... Oder will ich wieder nach Norfair? Könnte das was sein? Also, dass ich einfach weitergehe? Bin ich überhaupt? Ach, da. Wenn ich hier jetzt runtergehe, also komplett. Und dann... Komme ich nicht davon her? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich das wüsste. Das soll jetzt auch... Na, also ich meine, wenn ich hier jetzt lang gehe, bringt mir das nichts, ne? In Erinnerung habe ich das auf jeden Fall so, dass mir das nichts bringen würde. Ich gucke nochmal nach. Es ist halt, ihr wolltet Super Metroid, ihr habt ja Super Metroid, so sieht Super Metroid bei mir aus. Es gibt halt keine Angaben, wo ich lang muss, ich habe keine Ahnung.
Entsprechend ist das die Situation, die wir haben. Ich meine, da kam man durch Powerbomben nicht weiter. Dann hatten wir die Powerbomben, sind da wieder hin, um festzustellen, dass es dann 3 Meter später wieder nicht mehr weiterging. Wie in Metroid halt üblich. Wahr? Das ist einfach das beste Spiel. Das allerbeste Spiel. So ist es. Ist doch hier dann ganz normal weiter. Was sagt denn die Map? Ach so, das sagt die Map. Ja, jetzt bin ich ja. Ich laufe im Kreis die ganze Zeit. Das sagt die Map. Brauche den Grabbel. Ich brauche den Grabbel Hook. So, Punkt. Das ist das nächste, was ich brauche. Das spüre ich doch. Aber wo soll der sein? Wo könnte der sein? Was macht Sinn? Was macht Sinn? Was macht keinen Sinn? Wüsste ich das doch nur. Tja, Leute, wo wollen wir hin, ne? Ihr wisst es halt ganz genau, ob ich mir... Also, nee, nicht alle, nicht alle. Ich habe mir auch in die Kommentare geschrieben, wenn man Bollo nicht hilft und das auch nicht helfen kann, wenn man es nicht weiß und sich selber und sich dabei schlecht fühlt, brauchst du nicht. Nur die Leute, die Bescheid wissen, müssen sich schlecht fühlen. Die mir nicht helfen. Kein bisschen. Ansonsten, ich bin hier halt echt gerade ein bisschen, ich bin wirklich überfragt. Ich bin jetzt einmal komplett im Kreis gelaufen. Wir könnten, ja, was könnten wir denn? Wir könnten. Ich habe halt keine Idee, was wir könnten. Muss ich so ganz offen zugeben, ich weiß es nicht. Keinerlei Plan. Was sagt denn hier die Map? So, die Map sagt hier nach Brinsta runter, bringt mir nichts. Da nach Brinsta, weiß ich. Was weiß ich denn? Wollen wir hier mal runter nach Brinsta? Einfach mal gucken, ob das was ändert. Damit irgendwo anders landen. Und wieso komme ich von hier aus? Ich dachte, ich komme von hier aus nach Brinsta. War hier nicht gerade noch die Rede davon? Irgendwie zu früh abgebogen. Fuck, Mann! Ich stehe halt sowas von auf dem Schlauch. Aber das wird ja durchgängig in diesem Spiel so sein. Dass ich auf dem Schlauch stehe. Durchgängig. So. Tja. Nächste wollen wir runter. Aber da bin ich doch auch gerade eben erst runter, oder nicht? Nee, da bin ich hier weitergegangen. Aber das kann ja auch nicht sein. Das ist... Zähl mir doch nichts. Die Wege da sind nichts, ne? Die haben wir abgesucht, ja. Die waren nichts. Von hier aus geht's doch wieder runter zu diesem Mother Brain Ding, oder? Ja, genau. Sehr richtig, Wollo. Sehr, sehr richtig. Du kennst dich ja doch ein bisschen aus. Ja, ich hab schon den Mini... Also, ganz kleinen Überblick habe ich, aber ich weiß halt nicht... Ich weiß halt nicht, was Norfair und so ist. Da bin ich immer... Ich bin sofort so, keine Ahnung, Mann. Was ist Prinz da? Weiß ich nicht. Das sehe ich dann, wenn ich da bin. Dann weiß ich, ach das, ja. Erinnere mich. Aber davor... Kein Millimeter. Kein Millimeter. Ja, und wenn das nicht... Ja, also wie gesagt, wenn es gar nicht hinhaut, dann muss ich halt auf Dauer mir mal was angucken oder so. Oder mich mal einlesen in die Materie. Dann hilft es nichts. Oh, guck mal, wo wir wieder sind. Ja, dann. Ja. Dann würde ich halt doch sagen, wir müssen da runter, oder? Schon irgendwie. Das muss doch auch... Na gut. Let's do this shit. Wir gehen da nochmal hin. Es ist halt, wisst ihr, was das Schlimme ist? Alles, was wir bisher gemacht haben,
Die ist im Grunde, also wir haben im Grunde noch nichts gemacht. Nichts. Wir sind wieder genau da, wo wir aufgehört haben. Ohne jeglichen Fortschritt. Hallo, willkommen hier im Alex Flanermann Let's Play. Einfach mal ein Part. Komm, also wirklich Let's Plays 2011. Einfach mal easy Part, ohne dass irgendwas passiert ist im Grunde. Ohne Fortschritt. Krass. Aber das kann passieren. Was ist der richtige Weg? Kontrolliert das erst. Bevor ich hier noch großartig weitergehe. Gar keinen Bock, das umsonst zu machen. Noch einmal. Okay. So, und dieses Mal einfach straight nach unten. So weit wie es geht. Es geht weiter runter. Ja, ja, ja. Genau, hier habe ich ewig versucht, wieder hochzukommen. Da war ich die ganze Zeit so, ich will wieder hoch, aber es geht nicht. Ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht wie. Ich erinnere mich zu gut dran. So, und von da aus will ich runter jetzt nach Norfair. Wahrscheinlich. Ich weiß halt nicht, was mir das bringt. Halt wirklich nicht. Ich erinnere mich da auch an nichts. Aber wahrscheinlich durch die Powerbomben. Sich da ein bisschen was geändert hat. Kann sein. Muss aber tatsächlich nicht. Oh, oder warte mal, ist das hier? Die Stelle habe ich auch gesucht. Das ist eine Stelle, die ich gesucht habe. Schon sagen, das muss doch kaputt gehen, oder nicht? Ja, na sieh mal. Sind wir zwar unter Wasser, ist halt ultra scheiße. Ich hatte mich halt gefragt, wo war das nochmal? Gut, das ist halt so, also die Steuerung ist jetzt so, als hätte man eine ungefähre Sekunde Delay auf dem Gamepad. Das ist... Oh. Also ich bin doch vorhin... Alter, oder soll ich da nicht hochkommen? Ist es das, was ihr mir damit sagen wollt? Einmal kurze... Wollte ich gar nicht so. Holy, wir gucken erstmal unten. Wir gucken erstmal unten. Denn das ist ein bisschen leichter. Hm. Hatte die Hoffnung, man nimmt mich da aus dem Wasser wieder raus. Das wäre auch zu gut gewesen, ne? Gott, der Wasserball. Da kriegt man auch noch einen entsprechenden Suit für. Den man dann ganz normal durchs Wasser kann, weil so... Das ist halt kein Zustand, ne? Lässt sich halt überhaupt nicht steuern! Und jetzt... Wenn sie diese Drehung nicht macht, kommt sie da auch nicht drauf. Es ist halt unglaublich. Das ist unglaublich. Also ihr könnt es euch nicht vorstellen. Wenn ihr das... Also das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist ja... Das könnt ihr euch unmöglich vorstellen, wie die Steuerung hier ist. Sie ist da zwar klar drüber, von der ganzen Hitbox her. Interessiert nicht. Komme ich nicht drauf. Nur so. Gott. Nur da ist hoffentlich kein Wasser. Kein Wasser. Soll ich hier wirklich sein? Ist jetzt die Frage. Soll ich hier wirklich sein? Ist grundsätzlich möglich. Ja. Aber... Hätte das Gefühl nicht los.
Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich hier sein soll. Ich meine, das leuchtet grün. Steht's dafür? Okay. Das steht dafür. Schon mal merken, dass das sein... Oh, fuck. Dass das sein kann. Scheiße. So, entweder ich kriege jetzt schnell den Suit. Ich werde hier sehr unglücklich. Diesem überfluteten Shit. Kann ich hier wo runterfallen? Es sieht halt so aus, ne? Als könnte man da unten weiter. Eventuell ein bisschen im Auge behalten, das Ganze. Ja, stark. Okay. Also das, okay, das lässt mich straight up vorbei. Wenn ich hoch genug ansetze, vielleicht. Könnte man auch mal, ich komme da nicht mehr raus. Oh mein Gott, er schießt mich. Wir bleiben der Sache erstmal kurz fern. Solange ich noch was anderes kontrollieren kann. Lassen wir das. Gott, ist das schrecklich. Hilfe! Wie gesagt, ich glaube halt immer noch, dass man hier rein kann. Ja. War halt auch auffällig, ne? Dass die da aus dem Boden kommen. Sollte man sehen. Oh, geil. Normale Steuerung. Ich bin begeistert. Das macht an. Das macht richtig an. Weiß man sofort wieder richtig zu schätzen, ne? Wenn man das bekommt. Da könnte es runtergehen, aber einmal kurz vorher... Moment mal. Nein. Oh, nein. Warum? Okay, einmal kurz hier erstmal jetzt gucken. Ich hätte gleich hier hingehen sollen. Ich glaube, das ist auch richtig. Wieder unsicher. Lass mal einmal hier was liegen. Okay. Gehen wir doch nochmal runter nach Maridia, whatever. Oder Norfair oder wo auch immer wir sind. Maridia ist halt auch erst für später bestimmt. Das ist safe für später. Aber hier habe ich doch auch vermutlich alles schon erkundet, oder? Norfair. Na, ich sag mal so, wir haben noch nicht die volle Map, ne? Sieht zumindest danach aus, als hätten wir hier nicht die volle Map. Sprengen kann hier schon noch ein bisschen was sein. Sieht das komplettiert aus? Das sieht komplettiert aus, ja. Und auf der anderen Seite sieht es, glaube ich, auch komplettiert aus, ne? Ja. Unten rechts aber noch nicht. Da haben wir dann aber auch schon mit Powerbomben, wenn ich das hier so sehe. Oder? Nee. Völlig neu. Die Map. Ja, perfekt. Perfekt. Ah, guck mal. Hier ist noch die Welt. Die ganze Welt. Da könnte es auch noch lang gehen, ne? Oben links. Ändert ja auch ein bisschen was. Aber Leute, im nächsten Part erkunden wir dann Norfair ein bisschen besser. Oder wo auch immer wir gerade sind. Bis dann und ciao.